Herzlich willkommen zu unserem Hydromousse-Anwendervideo. Hier erfahren Sie, wie Sie Hydromousse richtig anwenden und erhalten nützliche Tipps zur Handhabung. Beim Öffnen der Verpackung finden Sie Hydromousse in seine Einzelteile zerlegt, inklusive der Betriebsanleitung. Vor der Inbetriebnahme empfiehlt es sich, die Betriebsanleitung gründlich zu lesen. Im Lieferumfang befinden sich 250 Gramm Saatgut, der Trägerstoffbeutel inklusive dem 20 Gramm Trägerstoff-Tab und der Saat- und Sprühaufsatz mit Schalter. Das Saatgut reicht für ca. 10 Quadratmeter Neusaat oder zur Ausbesserung von zahlreichen kahlen Stellen. Sie können unterschiedliche Einstellungen beim Schalter wählen. Drehen Sie den Schalter auf die Position 0, kommt keine Flüssigkeit aus dem Sprühaufsatz. Um zu bewässern, wählen Sie die Position Bewässern. Die Position 1 bedeutet leichtes Besehen und wird für die Nachsaat- oder Rasenreparatur gewählt. Die Position 2 bedeutet starkes Besehen und wird für eine Neubegrünung gewählt. Wählen Sie 0, wird die Anwendung wieder gestoppt. Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass die schwarze Scheibe auf der Unterseite des Sprühaufsatzes eingesetzt ist. Denn dadurch wird das Saatgut gleichmäßig herausgesprüht. Am länglichen Ende des Aufsatzes finden Sie den Anschluss für den Gartenschlauch. Im Verpackungsinhalt befindet sich ein Klickaufsatz. Dieser dient als Adapter, um das Hydromousse an jeden handelsüblichen Gartenschlauch anschließen zu können. Als letztes finden Sie noch den Saatbehälter inklusive der Gebrauchsanleitung. Kommen wir nun zur Vorbereitung des Hydromousse. Füllen Sie das gesamte Saatgut in den Saatbehälter. Achten Sie darauf, dass Sie nicht über die Maximallinie befüllen. Öffnen Sie anschließend den Trägerstoffbeutel und entnehmen Sie den Trägerstoff-Tab. Geben Sie den Trägerstoff-Tab mit der wasserlöslichen Folie in den Behälter. Drehen Sie den Saat- und Sprühaufsatz fest auf den Saatbehälter. Um mit Hydromousse perfekte Ergebnisse zu erzielen, lockern Sie den Bereich, den Sie begrünen wollen, vorher auf. Nun können Sie das Hydromousse an den Gartenschlauch anschließen. Um ein Gefühl für das Gerät zu bekommen, empfiehlt es sich, erst nur mit Wasser zu üben. Wählen Sie dafür die Position Bewässern. Drehen Sie den Schalter auf Position 2, starkes Besehen, um den Saatbehälter zu 3/4 mit Wasser zu befüllen. Sie finden zur besseren Orientierung eine Markierung am Behälter. Danach drehen Sie den Schalter wieder auf 0. Der Tab beginnt sich jetzt aufzulösen. Es empfiehlt sich, den Behälter zu schütteln, damit sich das Wasser mit dem Trägerstoff noch besser vermischt. Wiederholen Sie alle 2 Minuten diesen Vorgang. Kommen wir nun zur Anwendung des Hydromousse. Zur Neubegrünung wählen Sie starkes Besehen. Es sollte schon nach kurzer Zeit grüne Flüssigkeit, gemischt mit Saatgut, aus dem Sprühaufsatz fließen. Ab jetzt haben Sie ca. 3 bis 5 Minuten Zeit, das Saatgut und den Trägerstoff zu verarbeiten. Sprühen Sie gleichmäßig und zügig mit einem Abstand von etwa 1 Meter über dem Boden. Für eine Rasenreparatur oder eine Nachsaat wählen Sie leichtes Besehen. Jetzt können Sie punktuell Ihren Boden besprühen. Nach den 3 bis 5 Minuten sollte sich im Normalfall kein Saatgut mehr im Behälter befinden. Falls doch, können Sie die Anwendung mit umgedrehtem Behälter und eingeschaltetem Sprühaufsatz kurz fortsetzen, bis das letzte Saatgut entweicht. Es empfiehlt sich, den Boden 3-mal täglich zu bewässern, um die Oberfläche feucht zu halten, bis eine Rasenhöhe von ca. 7 cm erreicht ist. Wählen Sie dazu einfach Bewässern am Schalter aus und schon kommt Wasser aus dem Sprühaufsatz. Sie können zum Bewässern natürlich auch jeden handelsüblichen Gartenschlauch oder Bewässerungsautomaten verwenden. Falls Sie noch mehr Rasen ansehen oder ausbessern wollen, dürfen wir Sie auf unsere Nachfüllpacks für bis zu 20 Quadratmetern hinweisen. Nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Hydromousse und hoffen, unser Anwendervideo war Ihnen eine Hilfe. Ihr Mediashop-Team.